100! Ja! 100? Gut gemacht! Ich bin stolz auf dich, Abla! Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Ali Baba Nuri und willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Wir waren Eis essen mit Armin. Hier genau hat es begonnen. Und dann waren wir in Bratislava. Also ein Wochenvlog, wo wir mehrere Sachen unternommen haben. Viel Spaß! Viel Spaß, guys! Viel Spaß! Meine kleine Schwester ist zurück aus Italien. Sie hat sich wirklich ein Trikot aus Italien geholt von Messi. Die einzige wahre richtige Entscheidung. Sie war mit der Schule dort und heute gehen wir Eis essen mit Armin. Wie war deine erste Auslandsreise ohne Familie? Es war sehr anstrengend und schön. Wir waren draußen, waren Stanley-Pan als Klasse. Ich habe mir diesen Schmuck gekauft. Das habe ich mir auch dann geholt. Ich habe gut verhandelt. 15 Euro. Okay, das sehr heißt, gut. Hast du alleine verhandelt? Ja. Okay, aber ich bin also, stolz. Aber ich habe es auch mit Hand gemacht. Mit Hand? Was heißt das? Nein, nicht mit Hand. Ich habe es gesagt im Englischen so. Ich meine, Englisch ist nicht so gut, aber er hat verstanden, was ich gesagt habe. Was hast du gesagt? Ich habe so Schmuck angeschaut und Handyhüllen und so. Und dann er kommt so zu mir, ich frage so, wie viel das kostet. Ja, sag's doch auf Englisch. How many is this Handyhülle? Habe ich gefragt. Er so, 7 Euro. Aber dann, ich bin halt ein bisschen weggegangen. Er so, ich gebe dir 5 Euro. Aber wie hat das gesagt? 5 Euro. Und das hat er auch bei diesen Dings da gemacht. 15 Euro. 15 Euro. Und du hast gesagt, ja, wie, let's passt. Make a deal? Ja, passt. Tschüss! Und ich habe Deutsch verlernt, wo ich in Italien war. Konntest du es vorher? Ja. Es war sehr cool. What? Es war sehr cool. Ich kann für 3 Wochen keine Nudeln essen. Leute, ich habe... Aber ich habe Montag bis Freitag nur Nudeln gegessen. Mittag und am Abend, den Tag. Es gab nicht. Aber das ist Italien, die sind halt so. Was willst du machen? Es gab nicht mal Pizza. Was? Was soll das heißen? Es gab nur einmal Pizza, genau letzter Tag, wo wir gehen müssen. Und in der Früh hatten wir immer Croissant, das hat mich ja. Was hattet ihr? Croissant. Okay. Aber Italien war eine 10 von 10. Wir könnten easy so Auto und dann schneller ankommen. Viel schneller. Wir kommen nicht schneller an, wenn wir das Auto jetzt abholen. Ja, okay, aber es ist angenehmer. Man kann Musik hören. Lass du Luciano, Kilian Mbappé. Nein. Das geht nicht. Wieso hast du deinen Führerschein dann? Hast du schon mal an das Klima gedacht, Sano? An das Klima? Was ist damit? Du machst mit dem Auto das Klima kaputt. Jeder fährt Auto. Aber jedes Mal, wenn du mit dem Auto fährst, machst du ein Loch in die Wolken rein. Das habe ich gehört. Nein. Doch. Sano, vertrau mir, doch. Doch. Weißt du, was die Atmosphäre ist? Was? Dass, wenn zum Beispiel in der Familie Streit gibt und man sich schlägt. Und sowas hat doch die Erde. Was? Ja. Hast du zu viel TikTok geschaut, nein, oder was? Und sowas hat doch die Erde und das geht kaputt. Hat eure Lehrerin irgendwas gesagt von Klimawandel? Sie macht so gut. Ja. Ich muss halt Komplimente geben, weil sie schaut unsere Videos, sie macht's gut und so. Aber wir hören nicht zu. Da, das ist die gute Lehrerin. Ja, Frau, ich liebe sie. Aha, wir lieben sie, ja, stimmt. Ich. Ich auch. Ich liebe sie. Ja. Sie hat mein Herz. Meins nicht. Wir gehen jetzt mit Armin Eis essen und wir sehen uns dort. Hallo Armin, wie geht es dir? Lass uns einen Hotdog kaufen. Nein. Es gibt nicht nur Eis, ihr könnt doch gerne Palatschinken oder so essen. Ich will noch ein Eis kaufen. Ja, mach das. Nimm das. Nein, ich zahl das. Halt's mal. Ich zahl Eis. Halt's mal. Coco Loco. Was ist das Loco? Ah ja, hab ich das schon erzählt? Ich schaffe es. Was, die Schule? Ja. Yeah. Armin. Ja, okay, Eistee geht jetzt auf mich. Ich will auch Eistee. Sano, du beruhig dich, okay? Du hast Schule nicht bestanden. Doch. Und Leute, wir müssen schnell essen, denn Europameisterschaft läuft. Ich muss nach Hause. Okay? Ah ja, Leute, eine Sache noch. Ihr kennt doch diesen Clip von Blauhalsstrauß, ja, mit genau. Töten wir sie? Sano, nein. Das ist unser Clip. Genau, es war so Donnerstag oder Mittwoch. Mein Sportlehrer holt mich so raus aus dem Zimmer, also er klopft und so. Also er fragt mich dann etwas, ja, und ich dachte, ich habe was gemacht. Ich habe sogar auch noch gefragt, habe ich was gemacht oder so. Mein Herz war so, ja, aber ich habe ja auch nichts gemacht. Das ist Italien. Ja. Was? Okay, egal. Das ist Italien, ich will nicht rausgeschickt werden, dass ich nach Hause komme. Okay. Er zeigt mir diesen Clip Blauhalsstrauß und ob ich das will. Ich so, ja, aber ich war da 8 oder so. Ja. Und dann er so, echt und so, irgendetwas hat er gesagt. Ja, und hast du dich gefreut darüber? Es ist halt. Egal, er ist eh korrekt. Ich mag meinen Sportler. Egal, er ist eh korrekt. Wir können jetzt gehen. Genug. Ich muss nach Hause. Der Wochenvlog geht weiter. I got it. I got a feeling. Wir gehen jetzt in die Stadt und dann geht's los. Da hinten ist eine Katze, aber sie schaut uns nicht an. Oh, oh.
Baby. Wir wollten später noch zum Match von Armins Bruder, Football-Match, aber das schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr. Da hat eh noch viele Matches, oder? Oh, Vogel, Babyvogel. Oh, das gibt's in Wien nicht. Wie ganz kurz, Plastik heißt hier Plasti. Schau mal. Als ob, Leute. Warum nennen sie Papier Papier? Das ergibt doch keinen. Ja, warum nennen sie es nicht Papi? Oder Ollo. Was? Ollo? Ist das nicht krass? Wir sind in Bratislava und das erste, was wir anschauen, sind so... Mülltonnen. Was? Ja, so Mülltonnen. Ich hab Urbock auf Winterbucht. Was für Winterbucht? Hör auf jetzt damit. Wirklich? Was? Was? Das ist Winterbucht. Das ist ein Film, wo viel rumgemacht wird auf Netflix und deswegen mag sie es. Nein. Such die Hilfe, Sanna. Da geht's über Romanze und... Ja, genau das. Romanze. Romantik, Schlägerei und so. Die Frage ist... Nein, mach das nicht. Sanna. Wir werden festgenommen, nimm das nicht da rum. Warum festgenommen? Du klaust einfach Blumen von diesen Nachbarn da. Sag, was ist los? Was? Und dieser Mann saß da. Red mal normal. Was? Ich hab ihn nicht gesehen und ich komm so und ich so, schau doch mal, ey, Mann! Na so. Leute, da ist ein Mann, ich kann ihn nicht filmen, aber Sarah hat sich wie ein beschissenes Stück Scheiße verhalten und hat ihn nicht gesehen. Leute, wir sind irgendwo an einem Eck von Bratislava. Jetzt müssen wir so in die Altstadt. Baby, come down, come down. Die Nuris übernehmen Slowenien. Wir sind Slowakei, du Opfer. Die Nuris übernehmen Slowakei, du Opfer. Ja. Wir müssen jetzt den Weg ins Zentrum finden. Zentrum? Scheiße, du weißt nicht, wie wir hinkommen? Ich war zwar schon mal da, aber es war in der Nacht. Es sind die Geschäfte offen, auch wenn Sonntag ist. Salo, wir sind hier nicht zum Shopping, okay? Ja, was dann? 600 Meter? Ja. 600? Aber was machen wir heute? Salo, wir sind mal in Bratislava. Ach du Scheiße, ich habe eher seinen Bauch ausgepackt. Da ist ein Fake-Kebab-Spieß. Hey, kann man das drehen? Kann man das drehen? Ich glaube nicht. Probiert mal zu drehen. Das dreht sich. Bratislava ist eigentlich voll schön. Ich war zweimal in der Nacht hier mit Freunden einfach spazieren und Kebab essen. In der Nacht kommt hierher nur Kebab zu essen. Ja, natürlich. Armin, was ist mit deinem Hals? Wieso zu Hause geschlagen? Was ist das? Ach so, das war wegen Ali. Dein Bruder? Ja. Yeah. Alter, das ist hat domestisch. Hat er gekratzt? Na, also kann man sagen, also wir haben geringt. Leute, der Weg, den wir gerade gehen, Sarah hat uns den gesagt. Also es ist nicht versichert, ob wir wirklich da ankommen, wo wir hinwollen. Schau doch selber nach. Sarah, bitte, schau dir diese Schönheit. Der Weg, schau dir zu dem Gasse du uns an. Führen wolltest, schau dir diese Gasse an. Hat zu einem Schloss geführt, okay? Ja und, dieses Schloss ist doch was Schönes. Ist dann alles okay? Ich glaube, sie hat Hunger. Yeah. Was ist das? Sarah läuft so. Ja, sie ist hangry. Was? Hangry. Hangry? Willst du was essen? Warum sagst du das? Du wandelst wie eine Leiche durch die Stadt. Ich sag's die ganze Zeit und dann ihr redet, deswegen. Ich hab die ganze Zeit gesagt, ich hab Durst und Hunger. Du hast nur Durst gesagt, du hast nur Durst. Ich hab auch Hunger, merkt man. Warum bin ich ja still? Wenn ich still bin, dann hab ich Hunger. Das merke, das merken wir uns. Ja, das merken wir uns. Okay, gehen wir jetzt was essen? Ja, wir gehen gleich essen. Leute, wir wollen doch zuerst was von der Stadt sehen. Schaut, Straßenbahn. Nein, das haben wir alles schon. Das alles haben wir auch in Wien. Sano, wir sind doch da, um eine neue Stadt kennenzulernen. Ich habe Führerschein gemacht, damit ihr solche Ausflüge machen könnt. Was machst du? Was mit dir? Du bist da rein oder was? Was? Andere Richtung? Du Stück Scheiße. Was ist das? Ich habe dir doch gesagt, es muss in die andere Richtung gehen. Komm, verpiss dich. Komm mit. Wir geben dich bei der Polizei da vorne mit. Boah, okay. Bist du cool. Leute. Nein, ich bin nicht cool, du nervst einfach. Du kannst deinen Mund für eine Sekunde halten. Mal halt bitte die Fresse. Wir hatten beide die Fresse. Ja, Pump. Passt. Hey, wie angenehm. Ja, wow, ja, weil wir einmal so runtergegangen sind und jetzt gehen wir gegen den Wind. Nein, danke. Ich meine, wie angenehm, dass beide leise sind. Sag mal, was willst du essen? Irgendwas. Sag mal, wie soll ich wissen, was irgendwas ist? Was willst du essen? Pizza. Einfach essen. Einfach essen? Einfach. Okay, dann essen wir das, was wir in England in dem einen Video gegessen haben. Well. Wenn wir einfach da runtergehen, kommen wir zu Donau. Donau? Was macht Donau hier? Wie meinst du, was macht Donau hier? Ich dachte, Donau ist in Wien. Nicht nur, sie hört nicht in Wien auf, Alibaba. Sag mal, du hast bisher gar nichts gemacht, komm. Komm weiter. Okay, wo essen wir? Morok, ich dachte, es ist. Was heißt Morok? Sei leise, Mann, bitte. Wir hätten dort zu Wakanhausen Kebab gehen sollen. Ja. Was? Ist das Piss, diese Statue da? Das ist eine Frau, sie kann gar nicht im Stehen pissen. Oh mein Gott, da hinten sind Zwillingbabys. Oh wow, Bratislava. Die nächsten Zwillinge. Leute, Sarah nimmt gerade ein Foto für eine Touristin auf. Sarah kommt jetzt.
Und Sahar, warst du gerade in deinem Element? Ich habe eine Freundin gemacht. Wollt ihr Shawarma essen? Da ist Shawarma. Ja! Wir sind in so einem richtig schicken Laden gelandet und haben uns richtig krankes Essen geholt. Schaut euch das an. Also, das ist die Entscheidung, die Sano getroffen hat. Nein. Du hast gesagt, geh mal da rein, wir essen hier. Ja, Sano, wir sind wegen dir hier. Ja. Wir haben jetzt gegessen. Wie fandest du das Essen? Okay, passt. Bauchschmerzen? Sarah, sie hat Bauchschmerzen. Ja, ich weiß. Wollt ihr nicht Bratislava erkunden und so Souvenirs und so kaufen? Ich finde Souvenirs richtig unnötig. Wieso denn? Ist einfach unnötig. Du kaufst dir immer so, du bist in irgendeinem Land, ja, und dann kaufst du dir so Schlüsselanhänger oder irgendwas, wo dann so die Stadt draufsteht. Das nimmst du mit nach Hause und dann irgendwann ist es im Müll. Ich finde so bei anderen Ländern und so, so Ketten, Muschelkette so schön. Muschelkette? Muschelkette. Muschelkette, okay. Ich hab's wirklich nicht verstanden. Alibaba, bitte. Ich schwör auf alles. Schau dir dieses Ei an. Was macht dieses Ei die ganze Zeit? Oh mein Gott, schau dir die an. Wie lustig, die sich bewegen. Leute. Nein, das ist nice. Hey. Schau, da ist Pinocchio. Sollen wir dir das kaufen? Ja, mehr. Schau das an, Sarah. Komm mal. Sieht aus wie du als russische Oma. So wärst du eine Babuschka. Miau, 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 miau. Armin, schau, da können wir dir eine Frisur aussuchen beim nächsten Friseurbesuch, schau. Das ist ein Klassending, weil nein, das ist ein Gymnasium. Nein, das ist, wenn man sich Frisuren aussuchen wie beim Friseur. Armin, willst du aussehen wie Hugo, wie Agatha oder wie Christian? Was ist dir lieber? Jasmina? Wo ist Jasmina? Ah! Wartet gut? Leute, Armin mag Jasmina. Okay. Was? Kannst du die einfach filmen? Ja, wenn die in der Öffentlichkeit hier hängen. Also, ich finde Hanna schön. Hanna? Ja. Ja? Nein, man kann sich sicher eine Frisur von denen aussuchen und dann macht das der Friseur. Alibaba. Was? Das ist ein antiker Buchladen. Ja und? Die schneiden noch Haare. Das ist wie in der Moschee für 5 Euro. Sano, kackst du? Was? Ja. Ja. Okay, Haare schneiden? Es gibt in der Moschee im Keller, ja, schneidet der Hodja die Haare. Ja, ja, passt. Okay, nicht der Hodja, aber irgendjemand macht das. Sag Wallah. Ah, für dumme Witze kommst du aus dem Winterschlaf raus. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Sar, Armin denkt noch immer an Jasmina. Das Alte ist nur eine Zahl, so. Was? Ja, das Alte ist nur eine Zahl und das Gefängnis ist nur ein Gebäude, oder? Ja, also nur weil man in einen Kindergarten einbricht, heißt das nicht, dass man direkt die Kinder sehen will. Vielleicht will man den Garten sehen. Oh! Ja, genau. Niere verkaufen für 2 Socken. Ja. Ist gut, Bubble Tea! Ah, was hast du gesagt, Sano? Bubble Tea! Ah, wir sehen wieder ein Lachen in ihrem Gesicht, sobald sie Bubble Tea sieht. Willst du Bubble Tea? Ja. Okay, aber willst du dann danach lachen? Ja, ich versuche das. Ja, ja, sie verarscht uns wieder. Sie will, dass du dreifach Minus machst. Ah. Nein. Okay, wir versuchen es nochmal. Deal ist, du kriegst Bubble Tea, aber wir kriegen Fake Lachen von dir danach. Ich gebe mein Fake Freude. Ja. Du bist so naiv. Also wir sind jetzt raus. Ja, wir haben Bubble Tea bekommen. Schauen wir mal, was sich an Sanos Laune jetzt ändert, nachdem sie das hier trinkt und Krebs bekommt, weil das ist krebserregend. Was? Ey. Ich habe gehört, Bubble Tea ist krebserregend. Das hat Sarah gesagt, eine Minute. Das stimmt aber. Stimmt das nicht? Wir haben das. Alles ist krebserregend. Die Sonne ist auch krebserregend. Ja. Deswegen gehe ich nicht mehr in die Sonne, weißt du das? Also ich meine nicht an die Sonne, sondern in die Sonne. Ich habe früher nämlich mal geplant, eine Reise zur Sonne zu machen. Aber das mache ich nicht mehr. Ja. Gott sei Dank. Da ist ein nackter Mensch. Schau, du, die Stadt bist jetzt, gefällt mir. Du bist in so einer Phase, wo du auf Nacktheit und auf Frauen stehst. Frauen, oder? Ja, Frauen. Ja, Frauen. Wie fühlt sich das an? Wie ist das so? Dieses Alter ist doch spannend, oder? Man denkt, oh mein Gott, alles ist so gut. Bis du bemerkst, dass das Leben einfach beschissen ist und es sich gar nicht lohnt. Aber das kommt noch. Das kommt noch. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Wie geht's dir eigentlich? Super. Jetzt so. Ab irgendeinem Punkt macht es keinen Sinn mehr. Keinen Spaß vor allem, oder? Ich meine, wie oft will man noch schwimmen gehen? Ja, wie oft will man noch bei Stradivarius einkaufen? Wie oft will man noch Eis essen gehen? Ja. Nein, nein. Versteht ihr? Wenn man klein ist, denkt man sich, boah, ich hol mir diese Süßigkeiten, ich hol mir dieses Eis und so und ich bin glücklich. Aber nein, wenn du groß bist... Wenn man klein ist, denkt man sich, boah, ich freue mich schon, wenn ich das und das darf. Wenn ich bis 3 Uhr morgens draußen bleiben darf. Und dann, wenn du bis 3 Uhr morgens draußen bleiben darfst, willst du es gar nicht. Ja. Du willst am liebsten bis 3 Uhr morgens zu Hause bleiben. Ja, und Two and a Half Men schauen, ja, zum Beispiel. Leute, wir sind wieder bei diesem Fake-Kebab-Spieß angelangt. Köftespieß, Hawal, gib mir einfach einen Köftespieß. Habibi.
Mann, so ein ekelhafter Mensch, wirklich. Warum haben wir den mitgenommen? Bin ich ein Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang? Ich sage, du bist Sonnenaufgang. Besser ist. Ja. Was soll das? Ich bin ein Sonnenaufgang. Das ist mein Name, verdammte Scheiße. Sar, du bist Mondfinsternis, wenn man nicht reinschauen darf. Du bist ein Stück Scheiße. Da gibt es leckeren Sachen. Wo siehst du das? Oh! So? Es ist aber eine Apotheke. Drogas. Sar, welche Drogen würdest du den Kindern da draußen empfehlen? Gar keine, Finger weg davon. Whistle. Amen, wir sind wieder bei Jasmina. Yeah. Universitna Kriznica. Ich habe das vorhin auch gesehen. Was soll das sein? Kriznica. Nibbel. Nibbel. Nibbel und Zippau. Oh mein Gott. Schaut mal, Leute. Ich war wirklich einmal bei so einem Links da. Das war, kannst du dich erinnern, wo wir mit Mama waren? Hallo, hör zu, wenn ich reden muss, du Höflichkeit haben. Ah, wirklich? Kennst du dieses blaue Katze von Donald Trump? Diese. Oh, da ist eine Nonne. Und, was ist daran schlimm? Ich habe noch nie in real life eine Nonne gesehen. Was? Ja, schon nach hinten. Vor allem, sie sah so wütend aus. Heute ist übrigens der Sonntag, nach dem Tag, wo Niederlande gegen die Türkei weitergekommen ist. Die EM-Halbfinalspiele stehen bevor. Was sagt ihr, wer wird Europameister? Türkei. Spanien. Sano? Spanien. Okay. Obwohl ich es mir sehr für Frankreich wünschen würde. Also Sahar ist für Frankreich. Wegen Mbappés Nasen Operation. Nein, weißt du? Bei Operationen, man stirbt da ja auch, aber bei Nasen-OP, bei Nasen-OP ist das tödlichste von Operationen. Ah, wirklich? Wirklich, Sano? Ja. Armin, hast du irgendeine tote Tante? Weil bei euch haben sich hier alle operiert. Aber ehrlich, ja. Okay, Stimmung kippt. Wir haben fertig gestritten und wir bewegen uns Richtung Supermarkt und Richtung Auto. Übrigens, ja. Ich habe gerade nachgesehen, Aupark hat doch offen heute, du hast mich verarscht. Was für Aupark? Ja, dieses Shopping Center. Was? Nämlich, während du telefoniert hast, habe ich so viele Damen mit so Sackerln gesehen. Und ich wollt ihr hinfahren? So, wollt ihr shoppen fahren? Schau mal, bis wann es geöffnet hat. Bis 21 Uhr. Sandra, ich dachte, du bist müde. Nein, also. Ich habe geschlafen. Ah, okay. Ist das ein Kackhaufen? Was? Mit Händen? Ja, ich glaube schon. Und Füßen? Ein Kackhaufen? Mit Händen? Nein. Doch. Da steht typical Bratislava Rolls. Hä? Ja? So kacken die hier typisch. Nein! Doch, aber gut. Das soll ein Bagel sein. Ach so, Bagel! Armin, alles gut, Bruder? Bist du genervt von. Nein, nein. Von der. Alles okay. Was? Ja? Ist okay? Ja. Okay, ja? Sag die Wahrheit. Alles okay, Junge. Sag die Wahrheit. Nein, alles okay. Endstation Cucucinova. Leute, wir haben gerade einen Bus gesehen. Die Endstation war einfach Cucucinova. Und das ist das Einkaufszentrum, das Sahar gegoogelt hat. Wir sind in Einsteinova angekommen. Nicht schlecht. Oh. Oh. Das ist hier schöner als in Wien. Sahar hat etwas entdeckt. Sie wusste nicht, dass es das hier gibt. Jetzt haben wir ein Problem. Da sind also die Schwestern. Und was habt ihr schon gefunden? Ich habe eine Lederjacke. Eine Lederjacke? Es ist verfickt doch mal Sommer. Ja, aber Alibaba, was kostet 14 Euro. Was? 13,99? Ja, und schau, wie cool sie aussieht. Okay, es gefällt mir. Schau mal diese Preise hier an. 7 Euro? Oh, perfekt, dass du da bist. Sehr perfekt. Wieso ist das perfekt? Sehr perfekt. Wieso ist das perfekt? Weil ich habe gehofft, dass du kommst. Ah, Leute, ich war kurz weg mit Armin. Armin hat gegessen. Water gegessen. Weißt du, was er sagt? Also ist das für ein Neugeborenes? Nein, neu. Nein, das ist eng. Armin, das eng? Ist stretchy. Ah, stretchy. Sano, wieso ist es perfekt, dass ich gekommen bin? Dass du bezahlst für mich. Ah, oh, nicht schlecht. Sag mal. Das ist wieder Sano, wenn man nicht aufpasst mit ihr. Auch ich bin Opfer des Kapitalismus geworden, der Konsumgesellschaft. Habe ich dir nicht gesagt, der Laden ist krank? Ja, also die Mädchen haben ihre Sachen genommen. Was ist mit Armin passiert? Armin, glow up Armin. Ja, Armin, einfach Franklin Saint. Sarah nimmt diese Jacke, aber wir zeigen die Sachen dann du zu Hause. Nicht, wie sie getragen ausgesehen hat. Ey, wir zeigen. Sie sah aus wie afghanische Kylie Jenner damit. Oh ja. Ja, genau. Oh, was ist das? Oh. Leute, das ist die Beute.
Das ist das, was wir gekriegt haben. Ja. Und jetzt gehen wir nur noch in ein weiteres Geschäft, dann fahren wir nach Hause. Genau, und bald gibt es einen Einstein-Overhaul. Zwei Tage später nach Bratislava. Und da sind sie. Komm her. Einstein-Overhaul! Zwei Tage ist es her, wir waren in Bratislava. Armin ist leider nicht da heute. Was ist der Chokisel? Sano, wir lieben Armin. Ich oder ihr? Sano! Warum hast du mit ihm gestritten in Bratislava? Er beginnt Fitner unnötig und dann beschwert ihr euch, wenn ich... Nein. Okay. Er beginnt immer Streit, auch bei Fortnite. Aber das stimmt, unschuldig ist er nicht. Ah, aber er ist trotzdem nicht der Einzige, der schuldig ist, oder? Er nicht. Nein. Er beginnt, ich beende es wütend. Punkt. Ah! Die Jacke ist nice. Das ist Jacke Nummer 1. Also es ist Sommer und du kaufst Jacken, weil die 14 Euro kosten. Ja, hallo, das ist urgescheit für den Herbst. Ja. Hallo, dieses Auto hat 10 Euro alles gekostet. Okay, stark, stark, stark. Und da ist sie. Dieselbe Jacke, einfach nur in weiß. Okay. Nein, das ist nicht dieselbe Jacke. Das ist was ganz anderes. Hey, das hat doch auch sowas gehabt. Was packst du? Nein. Armin und Sano haben hin und wieder Stress, aber die Probleme lösen sich. Ja? Ja, die Probleme lösen sich, wenn er geht, dann ist und Sano, Sano, hör auf. Wir sind ja seit zwei Tagen aus Bratislava zurück und seitdem redet Sahar nur noch über das Einkaufszentrum. Oh mein Gott, ich habe mich verliebt in dieses Einkaufszentrum. Es war eine Stunde entfernt von uns. Wann fahren wir wieder? Was? Bitte? Wieso? Wann fahren wir wieder? Warum sollten wir wieder? Es ist eh nur eine Stunde. Ja, ja, aber was brauchst du da? Was? Fahr uns. Ich kann euch nicht einfach so aus dem Nichts fahren, Leute. Doch. Eigentlich dachten wir, dieser Wochenvlog ist zu Ende. Und wir wollten schon das Outro drehen, aber Sahar hat gesagt, hey, wir waren in Bratislava und das Einkaufszentrum hat ihr gefallen und jetzt will sie, dass wir nochmal dahin fahren. Es ist ein Wochenende vergangen, beziehungsweise eine Woche. Das heißt, der Wochenvlog geht weiter und wir fahren heute wieder nach... Tschechien. Nach Bratislava. Einstein-Nova. Ich habe mir nur letztens vorgestellt, wie es wäre, wenn ich so Moderatorin einer Show wäre. So. Und wie willst du begrüßen? Meine Damen und Herren, wir befinden uns heute im Bezirk. Wir begeben uns nun ins Auto und fahren ins Nagelstudio. Nein, nein, wir fahren nach Bratislava. Nach Einsteinova! Wer sitzt vorne? Naja, halt Mama oder ich. Aber warum nicht Mama und Sarah hinten? Entschuldigung, weil wir älter sind. Aber es hat mit Eltern nichts zu sein. Sano, du bist die Kleinste trotzdem. Sano, in Afghanistan hat das ja viel zu bedeuten. Sind wir in Afghanistan oder sind wir in Stadt Wien? Nein. Also. Okay, wir sind wieder in Bratislava. Was für ein Wochenvlog. In derselben Woche zweimal nach Bratislava fahren, um einzukaufen für Warum Sahar. Nicht? Wow, schieb's nicht auf mich. Du hast auch ganz schön was eingekauft letztens. Heute bin ich eh besser drauf als letztes Mal. Ich auch. Ja. Ich liebe Winterbucht über alles. Leute, die Woche hat Sano Winterbucht schon viermal oder so angeschaut. Leute, kennt ihr Winterbucht? Das ist so ein Film auf Netflix. Über, soll ich erklären, was das ist? Da geht es über zwei Menschen, so, die sind verliebt und so. Ja. Und da sind so zwei verschiedene Welten, was sie machen. So. Dieser eine Junge, er ist halt so ein schlimmer Junge. Und sie ist das Gegenteil. Sie ist reich und so. Sie wohnt bei einer Wohnung und so. Er wohnt nicht bei einer Wohnung? Doch, aber er wohnt bei einem Ort, wo es nicht so viel kostet und so. Oder er hängt ab und zu mit seinen Jungs und macht dumme Scheiße. Okay. Irgendeinen Scheiß und sie ist das Gegenteil. Und dann verlieben sie sich, haben sich kennengelernt, alles mögliche. Romanze und so. Es geht über Liebe, Schlägerei und Töten. Okay, Liebe, Schlägerei und Töten, Sahar. Das klingt ein bisschen nach Afghanistan, oder? Das klingt ein bisschen nach türkischen Serien. Aha, okay. Heute wieder dieser Anblick. Wow, da sind wir wieder. Oh ja. Nächstes Jahr zu deinem 27. Geburtstag kaufe ich dir das da. Sag mal, da sieht man meine Nippel durch. Und? Kannst du mit deinen Jungs, Freunden rausgehen, feiern? Willst du, dass man die Brusthaare von deinem Bruder sieht, so draußen? Rasier. Wenn von meiner Jacke umgetauscht ist, kann ich mich in neuen Sachen begeben. Deswegen liebe ich Sommer, weil es im Sale ist, alles ist im Sale und es sind Sommersachen und Sommerfeelings. Kennst du dieses Gefühl so... Wir waren so im Strand. So stell dir vor, Teneriffa, okay? Wir sind was? So Teneriffa. 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 Alles das Sahar, sie sagt zu Teneriffa, Teneriffa. Okay, erzähl. Stell dir vor, wir waren so im Märkten, dann machen wir uns fertig, gehen dann Stadt am Abend mit der ganzen Familie oder am Essen. Oder wir gehen essen, schick essen. In drei Wochen sind wir wieder im Urlaub und dann gibt es wieder Urlaubsvlogs. Das wird richtig geil. Ich freue mich so sehr. Ich verabschiede mich. Wohin wir sehen uns dahin. Aha. Und wir sehen uns in ein, zwei Stunden. Ah, okay. Wisst ihr, warum ich heute unbedingt vloggen wollte und diesen Wochenvlog heute weiterführen? Wir haben etwas letztes Mal nicht gemacht, was wir hätten machen sollen. Und zwar etwas klassisch slowakisches Essen. Wir sind in der Slowakei und wir haben Pizza gegessen. Nein, danke. Ich habe gehört, die hier essen Lacoste, also Krokodil und so.
Ja. Lacoste. Ja. Lacoste Marke. Ja, sie essen das. Lacoste Marke. Ja, die Krokodil Marke. Ja, ja. Früher, als ich in eurem Alter war, ich bin mit 20 Euro in ein Geschäft gegangen und bin mit 4-5 T-Shirts raus und hatte noch 18 Euro. Okay. Ja. Aber ein paar Jahre später haben sie Überwachungskameras eingeführt und jetzt geht das nicht mehr. Jetzt muss ich wirklich bezahlen. Das Leben ist hart. Hast du gecheckt, was ich meinte? Was denn? Ja, ich weiß, warte. Er hat geklaut. Dann hast du schon mal was geklaut, aber du sag die Wahrheit. Ja, aber ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ein Center-Shock für 20 Cent. Sag mal, nein, das sollst du nicht machen. Das macht man nicht. Bringen wir das zurück. Wo war das? Nein, das war vor 3 Jahren. Nein, wir bringen das heute zurück. Hast du das noch, den Center Shock? Nein. Hä? Sano, erzähl Mama, dass du Center Shock geklaut hast. Nein. Sano, erzähl ihr das. Mother, sie will dir was erzählen. Ich habe ein Kaugummi gegessen. Was? Kaugummi Center Shock. Warte auf Bauchschmerzen. Ich denke, du schickst das nicht. Happy Wife, Happy Girl, Happy Life. Ja. Das ist nur Happy Wife, Happy Life, glaube ich. Nein, dieses Girl gebe ich dazu, weil ich bin keine Frau. Ah, okay. Wir haben in Ruhe eingekauft. Jetzt gehen wir in diese Spielhalle. Und schauen mal, was wir alles hier spielen können. Ja, hast du gesehen? Ja, das ist das hier. Geh mal rein. Oh. Okay. So geil kühl hier. Ja. Das hier müssen wir machen. Wir müssen aber zuerst unser Geld eintauschen und dann machen wir. Machen wir solche Tokens, ja, ja. Wie das heißt? Tokens? Geht's dir gut? Heißt es nicht im Prater so? Es heißt Tokens. Ah, okay. Ja. Tokens. Lieber Boah, ich bin nicht so ein Gamer wie du, okay? Ich sehe keinen Boxautomat. Black Hole? Ich tausche mal kurz Geld und dann machen wir es, okay? Das will ich machen. Was denn? Du bist mein Boxautomat. Basketball! Sarah, du bist Boxautomat. Und du kannst dann zählen, wie stark das war. Sie schlägt dich und du sagst eine Zahl. Wir haben uns um 30 Euro diese Karte geholt und können damit sehr viele Spiele spielen. Mach mal das, Sarah. Das mache ich ganz sicher nicht. Das ist so geil. Das gibt mir voll die Kissing Groove, weil ich hab Patschnack. Du willst diese Tanz machen? Leute, wir machen Basketball. Es ist immer einer dran. Genau, schnell. Ja? Ja? Komm. Ja, stark. Ja? Okay, ich meine ja. Ja. Ja? Aha. Ja. Scheiße. Stark, ja? Egal. Ja? Ja? Ja, Sano. Sano, so nicht? Sano, hör auf damit. Digga. Man klatscht einmal, Sano, so. Komm. Wie viele Punkte? Sie hat 10-mal getroffen. 11-mal. Okay, sorry. Nein, 13. Mach du es besser. Okay, jetzt ist Sahar dran. Ah, bitte, nimm das. Sahar, nimm das. Das kann man dann eintauschen gegen ein paar Sachen. Aha. Aha, okay. Ja, Sar, komm. Keep it, girl. Okay. Du bist bei 8, Sar. Du bist bei 8. Okay, Sar ist bei... Oh. Sar ist bei 14. 14. Geh weiter. Jawohl. 18. Okay, 20. 22. Ja. Schnell, Sar. 9 Sekunden. Komm, easy. 24? Nein, 25 sogar. Ein Punkt noch. 28? 30. Stark, Sahar. 31. Nicht schlecht, Sahar. Schauen wir mal, ob du mich schlagen kannst. Ich kann dich schlagen, aber ich kann dich auch im Basketball besiegen. Hey, nein. Was soll das? Wir nehmen das. Warte, das ist mein Sieg, okay? Sie sagt, gib mir die Tickets. Nein, wir können uns eine Sache holen. Ja, ja. Und das gehört zusammen. Sar, wenn du redest, rede über der Kamera. Über. Okay. Oje, oje, oje. Nein, Mann. Fuck!
37! 37! Warte! Warte! Schwester, das gehört uns allen! Ja, ja, in deiner Tasche, gell? Okay. Hier gibt's die Babyversion davon! Das ist auch geil! Man muss hier so reintreffen, wahrscheinlich drückt man die. Ja! Es geht darum, wie stark du. Ja, wenn es beginnt. Was ist das? Down the Clown? Down the Clown. Du musst den Clown treffen und ihn halt downen. Womit? Was? Womit trifft man ihn? Wahrscheinlich mit dem Bell. Mit diesem Bell triffst du die Clowns. Willst du machen? Hey, ja. Ja? Ja, komm. Ja, gib mir. Was machst du? Schnell, sag. Das geht besser. Halt die Fresse, mach's besser. Aha. Ah, du musst immer den Roten treffen. Ach so. Ja, ja, ja. Stark, stark. Ja, und wo ist jetzt das? Weiter, einfach weiter. Ja. Ja, komm, komm, komm. Boah. Ja. Scheiße. Okay. 150 Score, keine Ahnung. Okay. Oh, wow. Ciao. Oh, wir sind reich. Leute, schaut mal die ganze Sache von Salo an. Ich bin gespannt, nein, für was. Uns, das ist unser. Oh, stark, Salo. Das ist von uns allen. Salo, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, und los geht's. Stark. Oh. Ja. 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 Oh mein Gott. Ja. Ja. Okay, okay. Okay. Stark. Ziel noch, Sana, du musst zielen. 10, 9 Sekunden. 9 Sekunden, 8, 7. Ja, Sana. Du machst. Ja, und? Oh mein Gott, stark. 140. Ball ist nach hinten geflogen. Sana hat 140 geschafft. Jetzt bin ich dran. Warum hat sie mehr Clowns hingelegt, aber weniger Punkte? Keine Ahnung, vielleicht, ich verstehe es nicht. Aber egal, schau, wie viel wir haben. Oho. Wir machen weiter, wir machen weiter. Wir sind rich. Schau ich das an. Ob du mehr als 150 Punkte bekommst. Ich bin gespannt. Zwei, Leute, 290. Ich habe das einfach. Okay. Nicht schlecht. Ich habe alle umgelegt. Alle klar. Was? Du hast sie doppelt umgelegt. Ja, stark. Sehr stark. Hier ist irgendwas mit Springen. Ich glaube, du springst drauf und dann gehen die Punkte hoch. Okay, oder wollt ihr das machen von ganz am Anfang, wo man mit dem Hammer draufschlägt? Ja, das wollte ich. Ja, machen das wir. Das wollte ich. So, machen wir. Jetzt machen wir das mit dem Hammer, Leute. Das will ich als nächstes machen. Ja, das können wir dann machen. Hier, ich habe das früher auf mein Handy gespielt. Du wirst mit dem Hammer hier draufschlagen. So fest, wie es geht. Und schauen, wer die meisten Punkte schafft, okay? Das ist... Es geht... Oh. Nein, nein. 25. Du bist schon fertig, Sano. Was? Du hast 25 geschafft, ja. Stark. Jetzt Sahar. Ach so, oh, oh, drauf? Man schlägt nur einmal, ja. Drei, zwei, eins. Und warte, warte, warte. Du hast 10 geschafft. 10. Ich verstehe es auch nicht. Aber du hast nur 10 bekommen. Nimm einfach deine 10. Jetzt bin ich dran. Okay. Jetzt bin ich dran. Fünf? Das ist alles mit Glück. Wie funktioniert das? Ich verstehe es nicht. Egal, wir Leute, haben das fünf. Ist alles mit Glück. Wir haben fünf. Was? Wir haben fünf. Los geht's. Sano, du musst schießen. Da, da. Sano, da, das. Genau da. Sar, du musst die grünen, genau. Jetzt musst du die blauen, Sar, genau, genau. Sano, du musst auch. Was? Halt dir eine Fresse! Schaut, ihr kriegt gute Punkte sogar. Oh!
bekommst das. Schau, was Sava bekommt. Leute, schaut mal das an. Aber ich verstehe es nicht. Komm, schau dir das mal an. Es geht, oh mein Gott, Sano. Aber warum sind ihre weiß und meine pink? Das sind auch pink, das ist nur die Farbe, das Licht. Ach, Leute, echt? Schaut. Leute, warte. Leute. Sano, komm, Sano, komm du mal zusammen. Du bist einfach scheiße. Aber ich hatte mehr Punkte. Ja, ich hatte Leute, keinen Sinn. Leute, schaut mal, Sano hat gerade so viel gemacht. Und Sarah hat wie viel gemacht, Sarah? Sag mal. Aber ich check's nicht. Aber ich hatte mehr Punkte. Aber gönnst du Sano nicht? Doch, aber ich hatte mehr Punkte. Oh. Hey, wollen wir den Spider-Man gewinnen? Ja. Wollt ihr das? Ja. Wer nein, Tom und Jerry. Was? Tom und Jerry. Okay. Wir können, Leute, Tom und Jerry. Das meinst du? Ja, ja. Also, wenn wir Tom und Jerry gewinnen, dann gehört das Sano. Das ist der größte Betrug. Das sind Bastarde. Ich mach das nie wieder. Ich mach das nie wieder. Bastarde. Naja. Nein, Sano, lass das. Das sind Betrüger, komm. Tom Holland. Was? Tom Holland. Aha, das ist, das sind die ganzen Tom Hollands. Au. Weiter, 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 komm. Stark, 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 stark. Sehr gut. Okay, 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 das gefällt uns. Das gefällt uns. Wollt ihr das probieren? Einfach nur auf Glück. Du drückst einmal und dann dreht sich das. Ja. Komm schon. 100, 100, 100, 100. Ja. 100? Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich, Abla. Was? Hä? Ich dachte 100. Ah. Das sind nur 4. Nein, das waren nicht die 100. Hä, aber warum verarschen Sie einen mit 100 Tickets? Man muss da treffen, man muss das da treffen und du hast die 4 getroffen. Ah, darf okay. Ich? Willst du probieren? Ja. Sarah war doch nicht so gut. Egal. Das ist Glückssache, du Idiot. Egal, 4 ist gut, immerhin besser als 4 ist scheiße. Immerhin, Sarah, warum geierst du so oft Tickets? Oh. Okay, okay, okay. Jetzt bekommt 5. Komm, 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 komm. 40. 40. 40, sehr stark, Sano. Sehr stark. Okay, Sano. Schau, schau, wie sie kommen. Das ist sehr gut. Sehr gut. Auch 40. Stark. 40, Leute, 40 Stück, nicht schlecht. Okay. Wollen wir noch einmal aufladen? Minions! Hey! Das will ich machen! Man schlägt hier Minionköpfe. Ah, ich habe keine Credits mehr. Nein! Okay. Soll ich 16 Euro aufladen? So, dann hören wir auf, okay? 16 Euro noch, passt das? Ja, dann wollen wir mehr Tickets! Ja. Ja, aber es waren nur 16 Euro. Was ist? Nein, gut, wie viel? Aber wie viel sind das dann? 30, das sind, glaube ich, oder? 30, ja. Das ist aber viel, oder? Dann müssen wir wieder 10 Spiele machen. Das egal, ist gut. Aber dann. Hallas geholt, danke für meinen Sohn. Wir haben nochmal 16, 17 Euro aufgeladen. Ja. Schneller. Ja. Du musst schneller reagieren. Ja. Ja. Da, okay, wie viel ist das? Hey, 33 Stück. Sano, willst du jetzt? Ja. Los. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Sano. Okay, 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 okay. Sano, weiter, 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 weiter. Du überholst Sahar. Du überholst Sahar. Weiter, weiter, Sano, weiter, weiter, weiter. 177. Das ist das Beste an dem Spiel. Ihr habt beide 35. Jetzt schaue ich, ob ich mehr schaffe als ihr. Jetzt
40. Ich habe genau 40. Lass Spiel ich bin Anna, ich bin gespannt, wie viele Tickets wir insgesamt. Ja, ich glaube ein paar hundert sind es. Wir geben mal alles ein und dann schauen wir, was rauskommt. Okay. Wir haben 722 Tickets. Jetzt sind wir gespannt, was wir dafür kriegen eigentlich. Ja, also ein iPhone gibt es für 12.000. Nein, nicht für 12. Oh, 122. Für 122.000. AirPods gibt es für 74.000 und wir haben 700. Dieses Katzentäschchen. Wollt ihr diese Katzentaschen? Die können wir zweimal nehmen. Oder lohnt sich nicht? Lass mich kurz überlegen. Barbie! Stifte! Stifte unnötig. Es gibt Essen für Sahar hier, schaut mal. Es gibt Essen für dich. Wollt ihr nicht die Tasche zweimal nehmen? Geht sich das aus? Ja, das geht sich aus. Ja, wollt, da, geht ja, sich das aus? Ja. Dann nehme ich auch. Wollt ihr die Tasche zweimal? Was? Okay. This? Yes. Okay. Wow. Perfekt. Thank you. Wow. Wir haben 45 Euro ausgegeben, damit wir am Ende zweimal diese kleinen Taschen nehmen können für die Schwestern, beziehungsweise für die Schwester und für die adoptierte Schwester. Alles in allem ein erfolgreicher Tag, oder? Mehr als ein erfolgreicher Tag. Und das Beschissenste ist, heute haben wir wieder so viel gedreht, dass ich das Video wieder bis morgen nicht hinkriege, sondern bis Montag. Verdammt. Und ich muss wieder verschieben und die Leute werden mich wieder hassen. Aber was, wenn wir innerhalb der nächsten zwei Tage wieder herkommen, dann musst du wieder aufschieben, weil du noch mehr Content hast. Wir waren schon oft genug hier, das reicht jetzt wirklich. 45 Euro ausgegeben, um damit jetzt nach Hause zu gehen. Ja, die Tasche ist süß. Ja. Meine Tasche ist in meine andere Tasche drin. Ja. Wisst ihr, es ist nicht so einfach, Videos zu machen. Findest du es leicht, Content zu machen? Nein. So immer so eine Idee zu haben? Ah. Toilette ist geschlossen. Wir sehen uns dann zu Hause, oder? Auf Wiedersehen. Love you guys. Meine Schlüssel, ein Lipgloss und meine Tabletten sind hier drinnen. Zeig mal. Oh. Ja? Leute, wir sind hier zum Auto gekommen und an unserer Autotür war so ein Zettel. Eine Notiz. Eine Notiz auf Slowenien? Slowakisch. Oh mein Gott, es geht hinten weiter. Okay, aber Sarah hat das übersetzt. Sag mal, ich habe die Vorderseite übersetzt und da steht, im Namen des Herrn Jesus verkünden wir das Reich Gottes und retten die Welt. Okay. Und ich dachte, irgendjemand hat mein Auto gerammt oder unser Auto und hat irgendwie Versicherungsdaten hingeschrieben. Ja. Ich sitze vorne. Und wir hören jetzt harte Musik. Lauter und schneller! Und könnt ihr noch lauter und schneller? Das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sind wieder da. Wir machen jetzt wieder regelmäßig Videos. Okay, hört auf. Entschuldigung. Sano, wie fandest du Slowakei? Sehr schön. Wir müssen nächstes Mal wieder dorthin gehen. Genau. Wir wollen wieder hin und wir werden uns bald wiedersehen. Okay? Echt? Nein. Folgt mir auf Instagram und folgt mir auf Twitch, um in Zukunft nicht zu verpassen. Es gibt nicht mehr viel zu sagen, außer... Das war's. Auf Wiedersehen. Hasta Vista!